Hat die noch? Oh, die hat sogar noch ein paar MP über. Aber es hält sich natürlich in Grenzen, ne? Alles klar. So, komm, hier geht's wieder hoch. Nix wie weg. Ah, die Bobs. Nein, nicht Vita. Ah, scheiße. Kamikaze, ja gut, jetzt kannst du Vita einsetzen, ey. Hang! Ja, vorbeigerannt. Ja, super, hat's vollgebracht. Okay. Ich denke, wir haben alle befreit. Wir haben das Mithril erhalten. Wir können also zurückgehen. Ah, wir hätten uns rausbeamen können. Wenn wir den MP hätten. Okay, wait a minute. Ich glaube, ich bringe das Vivi bei und dann passt es. Sollte es. Swing. Okay, gut, da bin ich nichts weiter gelevelt. Items. Beam. So, Magie, dann gucken wir mal. EM. Benutzen. Beam. Cool, das können wir uns nämlich jetzt den Weg sparen. Ja, awesome. Haben wir ein Zelt? Nein. Haben wir nicht. Das ist schon sehr grenzwertig, was wir hier tun. Aber na gut. Dann gehen wir halt zurück. Die Remastered-Musik, Alter. Komm, Carsten, Vivi. Fuck, das war Glück, sonst wäre sie jetzt tot gewesen. Okay, jetzt können wir wieder beschleunigen. Bang! Oh, das ist so ein Außerhalb-Gift. Ah, Antidot haben wir aber genug. Da war jetzt auch nichts mehr da unten. Obwohl die zwei Seen eigentlich gar nicht zusammenhängen. Man könnte da runterfahren. Na ja, gut, die können ja mal so rein gar nichts. Backen. Toast. Sauber. The menu. Okay, da ist es. Ah. Sehr cool. Stadt Salamand. So. Bringt das Mithril so schnell wie möglich nach Altea und gebt es der Prinzessin. Ja, danke dafür. MC Klugscheißer. Gut, einkaufen gehen wir nicht. Aber dann kriegst du direkt hier reingedrückt, ja, was du jetzt als nächstes zu tun hast. Finde ich sehr cool. Herzlich willkommen. Engel. Engel ist ein bisschen geil. Das brauchen wir auf jeden Fall. Lädt den Zauberspruch Band, der das Ziel in eine andere Dimension band. Beam haben wir schon. Anti, der MP reduziert, okay. Also Engel brauchen wir auf jeden Fall. Anti für MP-Reduktion brauchen wir auch. Bann ebenso. Jawohl, okay, cool. Herzlichen Dank, you're welcome. Noch jemand am Start hier? Ah, hier könnten wir wiederbeleben. Wollen wir natürlich gerade nicht. So, Mädels. Ich bin unsterblich in Josef verliebt, doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last, das hast du schon mal gesagt. Mein Mann ist zurückgekehrt, ich bin ja so froh, vielen Dank. Danke, ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Mein Mann ist zurückgekehrt, ich bin ja so froh. Bring das Mithril so schnell wie möglich nach Altea. Altea. Alter.
Das Schneeland könnt ihr unmöglich zu Fuß überqueren, ihr benötigt einen Segelschlitten dafür. Soweit ich weiß, hat Josef seinen Segelschlitten in der Höhle von Semmit versteckt, irgendwo in der Nähe eines blauen Gesteins, glaube ich. Ah, okay. Gut, wir scheppen hier natürlich nochmal eine Runde. Das Bronzeschild ist für alle awesome. Das hätten wir mal lieber vorher gekauft, ne? Hatten aber ja kein Geld. Okay, 4. 4. Bronzerüstung 3. Und Bronzehandschuhe 4. Peng. So, schon ist die Kohle wieder weg. Herzlichen Dank. So sieht's aus. Nice. Und wir können ja auch noch verkaufen, nicht zu vergessen. Tschüss, Rundschild. Tschüss, Schieß. Tschüss, Wams. Tschüss, Lederhut. Wo ist Void eigentlich? Der Sack. Lederhandschuhe. Tschüss. So, der Rest müsste in Betrieb sein. Ah, ne, hier ist ein Bronzeschild. Oh, wir hatten 2. Super. Unnötig Geld ausgegeben. Egal. Macht nichts. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Kohle. Waffe in. War jetzt eh grenzwertig hier. Herzlich willkommen. Langschwerter. 2 Stück. Wäre geil. Einer hat auch eine Axt. Und sie hat einen Bogen. Also 2-mal Langschwert. Peng. 1-mal Kampfaxt. 1-mal Langbogen. So, jetzt gucken wir mal. Das können wir natürlich dann auch noch optimieren. Peng. Ne, ich will das. Das hättest du wohl gerne. Nein, 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 nein. Wir bleiben bei Schwert. 2-mal Langschwert. Jo. Dann ein Langbogen. Zack, bam. Und hier die Kampfaxt. Bam. Und er hat einen Stab. Also könnten wir ihm da auch noch was Besseres kaufen. Mal verkaufen. Jo. Ne, das Antidot brauchen wir noch. So, kaufen. Der Stab. Das ist eine Keule, die ist besser. Okay. Dem Menü. Dem nehmen wir nachher alle Items wieder ab. Keule und Stab. Ja, nie. Das zweihändig ist natürlich nice. Aber nein. So, Stab ist schlechter. Okay. Gut, jetzt haben wir natürlich nicht mehr wirklich genug Geld. Aber eine Runde übernachten müssen wir auf jeden Fall. Herzlich willkommen für 300 Gil. Ja, ihr habt nicht genug Geld. Tschüss. Da war ja so klar. Fuck. So, benutzen. Wem können wir denn noch Feuer beibringen? Eigentlich gerade niemandem. Engel hier, Vivi ist. Anti auch Vivi ist. Und Ban Laguna ist. Weil ich hoffe ja, dass Void langsamer auftaucht. Der sollte dann die Zauber lernen. Guck mal, hier geht's noch weiter. Haha. Die Josef, ist der da drin, der Bob? Josef, wo bist du? Danke, dass ihr mich gerettet habt. Okay. Verliert keine Zeit, bringt das Mithril Prinzessin Hilda. Okay. Meine Fresse. Ich mach ja schon. Wir kommen eh wieder hierher, sehr sicher. Jetzt müssen wir nur den Safe Space nach Altea finden. Ja, yeah. Also erstmal darüber. Nach Puft. Und von Puft nach Altea. Als ob. Bang. Horny Nisse. So cool, dass wir nicht geheilt sind. Keine Kohle, gibt's nicht, ne? Dass wir echt so Probleme haben am Anfang. Aber wir machen guten Schaden. Passt. Uft. Na ja, gut, jetzt müssen wir auch noch die Überfahrt bezahlen, ne? Das kostet der Scheiß. 32 Gil, yes. Okay, geht schon mal aufs Schiff, alles klar. No, direkt Kampf. Na gut, die halten uns jetzt nicht mehr wirklich auf. Und wir fahren. Tschüss. Schön ist, hier muss man auf dem Wasser wahrscheinlich nicht kämpfen. Zumindest solange wir diese Route hier fahren, auf jeden Fall.
Vielleicht können wir hier übernachten. Ein paar Lim, paar Lum. Irgendwas, der Spaß hier kostet. Palim, Palim. Ne, kostet überall gleich viel, also nein. Oder so viel Geld haben wir nicht, ne? Das ist sad. Egal, dann bringen wir ihr jetzt mal unseren Jizz. Wait a minute. Verwirrt. Das alte Jahr. Sprich ohne rum. Alles klar, darum. Den ganze Arsch voll Weg müssen wir dir gehen. Das Level-System ist sowas von anders. Oh, ja, great. What the hell? Okay, das war ja mal ordentlicher Schaden gerade wieder. Wo müssen wir denn lang? Willst du mich komplett verarschen? Achso, Bullshit, wir können ja da durchfahren. I failed. Gedankenfail. Müssen wir nicht mal die Brücke benutzen. Okay. Schwing. Und ab in den. So. Wo ist die Mutti? Oh, da ist die Treppe. Na, was geht? Der Zerstörer steht kurz vor seiner Fertigstellung. Die Bewohner von Barfusk wurden alle versklavt und müssen Tag und Nacht schuften. Ja, ob ich das nice finde, wage ich zu bezweifeln. Hi. Auch der Imperator musste in der Schlacht um Finn das große Verluste hinnehmen. Deswegen ist er nun erpicht, schnellstmöglich den Zerstörer fertig zu bauen. Zerstörer gelernt. Der Imperator zwingt die Bewohner von Barfusk zum Bau des neuen Zerstörers. Der Zerstörer ist ein riesiges Luftschiff, was wir schon gelernt haben, mit schweren Geschützen ausgerüstet ist. Hier, Mithril. Das Mithril! Nun können wir endlich unsere Soldaten mit Waffen und Rüstungen ausstatten und der imperialen Armee die Stirn bieten. Bringt das Mithril zu Tobul, er wird sich freuen. Wer oder was zum Bad ist Tobul? Ah, nur mit Ausrüstung aus Mithril hätten wir eine Chance. Auf dem Weg nach Salamand. Ja, das hatten wir alles schon mal. Mustobul. Bestimmte Schmied, hä? Klar, wer sonst? Der war doch hier irgendwo. Karknoob. Tobul. Der hockt da drin, ne? Da ist er. Lasst einem armen alten Mann seinen Frieden. Look at that shit. Hossa, wenn das nicht das sagenumwobene Mithril ist, wie lange habe ich darauf gewartet, dieses edle Metall schlagen und formen zu dürfen? Überlasst den Rest mir, nun werde ich euch die besten Waffen und Rüstungen schmieden. Ganz am Anfang vom Spiel, das wage ich zu bezweifeln. Die geschmiedeten Schwerter und Rüstung könnt ihr hier im Laden kaufen. Na toll. What an asshole. Ich muss das Mithril schmieden, solange es noch heiß ist. Okay. Herzlich willkommen. Mithril Jizz. Ja, das ist ja echt nicht mehr feierlich, ne? Herzlich willkommen. Na gut, das sind die normalen Sachen. Die lutschen halt einfach mal. Okay. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich hab gerne nichts gekauft. Tschüss. Bald wird der böse Imperator bestimmt auch Altea besetzen. Ja. Ich sag mal nein. Wir brauchen auf jeden Fall Money, Money, Money. Das Luftschisch. So, jetzt ist die Frage. Jetzt habe ich ihm das gebracht. Der Dunkelritter, unter dessen Leitung der Zerstörer fertiggestellt werden sollte, scheint ein äußerst fähiger Befehlshaber zu sein. Wir können von Glück sagen, dass er nach seinem Malheur mit dem Mithril nun mit anderen Aufgaben betraut ist. Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen, reist nach Barfusk und verhindert, dass der Zerstörer fertiggestellt wird. Alles klar. Ab geht's nach Barfusk.